So happy als Dreifach-Papa. Prinz William scherzt mit Fans. Ein aufregender Tag für die britischen Royals geht zu Ende. Um 11.01 Uhr brachte Herzogin Kate, 36, ihr drittes gemeinsames Kind mit Ehemann Prinz William, 35, zur Welt, einen kleinen Jungen. Nur wenige Stunden später traten die frisch gebackenen Dreifacheltern schon vor die Kameras und stellten ihren jüngsten Sprössling der Öffentlichkeit vor. Dabei scherzte der euphorische William sogar völlig gelassen mit den Zaungästen. Kurz zuvor hatte der 35-Jährige noch seine zwei Kinder Prinz George, 4, und Prinzessin Charlotte, 2, in die Klinik geholt, damit sie ihr Geschwisterchen kennenlernen können. Dabei wurde ihm offensichtlich klar, dass seine väterliche Verantwortung jetzt ganz schön gewachsen ist. Als er später mit seiner Frau und seinem jüngsten Sohn vor dem berühmten Lindowing ins Auto stieg, rief er den Schaulustigen zu: "Dreimal so viele Sorgen jetzt." Tatsächlich sollen George und Charlotte ihre Eltern und Nanny ganz schön auf Trab halten. Mit einem weiteren Brüderchen im Bunde dürfte das für William und Kate nur noch mehr Trubel bedeuten. Wie man sieht, nimmt er diese Aufgabe aber mit typisch britischem Humor.